Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine herzallerliebsten Butterblümchen. Ich begrüße euch bei Schusselines Orakelstübchen. Da komme ich mal direkt ans Stativ, denn der Name ist Programm, meine Lieben. So, und wir machen heute ein Liebesorakel und wir wollen einfach mal schauen, was kommt Neues auf dich zu? Was gibt's für Neuigkeiten? Was steht so an? Was für Bewegungen haben wir? Und dafür wollen wir einfach so mal ins Feld, in dein Feld der Liebe schauen. Und ich mache das intuitiv, spontan werde ich wählen, welche Karten wir nehmen. Heute das Tarot nehmen wir auf jeden Fall. Und die anderen Karten, die wir so, ich wollte heute mal das Drachenorakel dazu nehmen. Ich zeig's euch mal. Das nehme ich sehr selten. Eine Drachenbotschaft. Schada! Die habe ich mal geschenkt gekriegt von einer Zuschauerin. Und die können wir heute noch mal so als Botschaft nebenbei benutzen. Das haben wir auch schon mal so. Und dann machen wir heute einfach mal so eine kurze Message ans Kollektiv. Ich bitte da jeden eigenverantwortlich zu entscheiden, was zu dir passt. Und ja, wenn du mal Interesse hast, dir von mir die Karten legen zu lassen oder Energieübertragung. Ich bin ja auch Hypnose-Coach, zertifizierter übrigens. Und ja, und so weiter. Wenn du dir meine Angebote einfach mal anschauen möchtest, meine Homepage, die findest du unter jeder Videobeschreibung. So auch mein Katalog auf WhatsApp. Da findest du einen Link auch in der Videobeschreibung. Einfach drauf gehen. Schwubbeliwupp, bist du bei mir bei WhatsApp. Falls du eine Legung buchen möchtest, bitte keine Vorabinformationen. Ich brauche nur Vornamen und das Thema. Thema, damit meine ich Liebe, Beruf, Finanzen, Familie etc. Und das war's. Es sei denn, es ist ein Rundumblick, dann braucht man diese Themen natürlich nicht. Ne? So, das dazu. Und jetzt noch eine letzte Sache. Wenn du dich ein Mitglied unserer Butterblümchen-Gang nennen möchtest. Ja, wir sind die Butterblümchen. Und wenn du auch ein Butterblümchen sein möchtest, dann brauchst du einfach nur diesen Kanal hier abonnieren. Und dann bist du kostenloses Mitglied. Und dann bist du herzlich aufgenommen in unserer kleinen, in unserem kleinen Butterblümchen-Gang. Kreis. Ja, genau, das wollte ich sagen. So, und jetzt starten wir mal. Meine Stimme ist etwas belegt, ich bin etwas am Kränkeln. Ich habe anscheinend mir so eine leichte Sommergrippe eingefangen. Ich hatte gestern auch Fieber so ein bisschen und heute auch so noch Temperatur. Also ich bin nicht so hundertprozentig fit, nur dass ihr das wisst, ne? Darum fällt es mir manchmal ein bisschen schwer zu sprechen, da muss ich öfter was trinken und aus dem Grunde fangen wir jetzt auch direkt an, denn ich wollte heute nicht so ein langes Orakel machen. Seid ihr startklar, mein Gott, mir fehlen ja jetzt schon die Worte. Seid ihr startklar, meine Lieben? Dann let's go, würde ich sagen. Wir wollen wissen, was gibt es Neues bei deinem Herzensmann, was euch beide angeht, was kommt vielleicht Spannendes, Interessantes, Überraschendes auf dich zu? Was zeigt sich, ne? Und jetzt, go! So, einmal mische ich noch durch. Oje, oje. Na, da wollen wir mal gucken. So. Wir fangen direkt an. Und wir haben hier den Reiter. Was gibt es Neues? Es kommt eine Bewegung in eine Entscheidung. Ne? Das heißt, er wird sich dafür einen Weg entscheiden. Aktuell ist die ganze Sache so ein bisschen wie auf Eis gelegt, fühlt sich das an. Du hast das Gefühl, es geht nicht so richtig voran oder vor und zurück. Wir haben ihn aber hier liegen, so dass er in die Stabilität schaut, das Haus, was ja immer so das feste Fundament ist, also was er sich auch wünscht, in diese Richtung geht es. Und der Reiter, der bringt da halt nochmal so ein bisschen Schwung rein, ne?
So, was haben wir? Oh je, oh je, was haben wir denn hier? Also die Harmonie ist so ein bisschen gestört worden, oder? Wenn nicht, steht es sehr nah an. Also die Harmonie zwischen euch beide, was eigentlich sehr harmonisch ist, ihr seid eigentlich, wenn man euch beide an sich nehmen würde, ein sehr kompatibles Paar. Also ihr würdet sehr gut zueinander passen. Es kann aber auch sein, dass er halt diese geheime Welt, wenn jemand nicht so ganz offen und aufgeschlossen ist und ja, sehr sparsam mit seinen Gefühlen umgeht, die zu zeigen und so weiter, wie es ja auch mit dem Bären hier so zeigt, sind sehr oft eben Menschen, die auch in Führungspositionen sind, selbstständig sind. Oder ja, halt irgendwo schon ein gewisses materielles Fundament sich aufbauen wollen und daran sehr häufig ihren eigenen Wert auch dann messen. Was habe ich geleistet, was habe ich geschafft sozusagen und daran den Wert dann messen. Oftmals kann das damit zu tun, mit der Kindheit zu tun haben, dass genau man für diese Dinge eben Aufmerksamkeit, Liebe und Lob bekommen hat. Und dann orientiert sich ein Kind natürlich immer, ah, okay, ich muss dies und jenes leisten, dann umso wertvoller werde ich und so weiter. Und so kann das ab einem gewissen Punkt in eine sehr falschen Richtung gehen, dass der Fokus eben sehr, wie das Haus ja auch darstellt, das materielle Fundament, was ja auch durchaus wichtig ist, das ist ja keine Frage. Ich will hier nicht sagen, immer geht, zieh los mit dem Zelt und Campingkocher oder so, sondern es geht nur darum, dass man nicht den Blick für das Wesentliche verliert und das ist dann das Problem, wenn sich's nur noch nachher um dass das die einzige Sicherheit ist. Und diese Menschen haben dann nachher oft das Gefühl, genau das ist es, was mich glücklich, zufrieden macht und was mir Sicherheit bringt. Aber das ist es eben. Am Ende dann doch nicht. Denn er hat da seinen Weg schon gehabt und seine Erfahrungen gemacht und scheinbar gelernt oder mittlerweile verstanden, dass das nicht, dass das allein einfach nicht glücklich macht. So, und jetzt haben wir so dieses bei ihm im Nacken hängen, also das Gefühl sozusagen, ich muss mich da entscheiden. Es geht einen neuen Weg. Guck mal, du siehst ja hier, komm mal her, mein Schnubbelkind, ich zeige es dir mal. Ich schalte mal in die Kamera, ne? Guck mal hier, da haben wir doch die Wege. Da siehst du, beide Türen sind irgendwie verlockend. Jede für sich hat irgendwie so, ne? Hier strahlt die Sonne durch, hier sieht es aus wie Mondschein. Er steht jetzt hier, guck mal, die ersten Schritte, die ist er hier auch hochgegangen, steht jetzt praktisch hier. Ja, und fragt sich einfach, ja, welchen Weg nehme ich jetzt hier, ne? Und da kann schon mal sehr viel Zeit vergehen, bis sich der Herr dann entscheidet. Ne? Das steht er da und dann bleibt er stehen. Das heißt, er ist schon die ersten Schritte in eine neue Richtung zum Wandel, zur Veränderung. Das ist so wichtig im Leben. Veränderung bedeutet Wachstum. Und die ersten Schritte ist er tatsächlich auch schon gegangen. Und was ist dann? Dann bleibt er stehen. Anstatt dass er einfach seiner inneren Führung gefolgt wäre, nicht stehen geblieben wäre und einfach durchgezogen. Zack, rechts oder links. Das heißt, wenn ich anfange loszugehen, sobald ich anfange, mir zur Tür hinzuschauen und dann die andere Tür symbolisch gesehen und dann abzuwägen, oh, wenn ich da jetzt durchgehe, dann könnte ich aber. Ne, Tor 1 könnte das und das hervorbringen. Tor 2 könnte das und das hervorbringen. Und dann geht's schon los. Zack, im Kopf geht es los. Engelchen und Teufelchen hin und her. Und ja, dann steht man da und in der Zeit, wo man immer wieder abwägt und überlegt und Ängste entwickelt und noch größere Hürden sich mental baut, ja, zieht das Leben an einem vorbei, könnte man sagen, oder an ihm. Zieht das Leben dann an ihm vorbei. Und jetzt wird da aber mal Dampf gemacht. Das Universum sagt jetzt mal so, mein Freund, jetzt aber mal hier Buddha beide Fische, jetzt ist Schluss. Wir machen jetzt mal Dampf. Hier der Reiter, der ja, wie gesagt, eine Power-Energie ist, ne? Wir machen jetzt mal ein bisschen Dampf.
Zum Thema Entscheidung, mein Freund. Du wirst jetzt mal mit dem A-Punkt-Punkt an die Wand gestellt und dann gibt es nicht mehr weiter Schritte zurück, ausweichen oder sonstiges. Hier, wie seine Methode, ich muss mal weiter hier die Karten auslegen, wie seine Methode sich ja, das für sich behalten, das verschlossene Buch. Das heißt, alles ist da, alles ist geschrieben, aber es ist nicht geöffnet, nicht damit auch nicht gelesen. Und so nicht bewusst. Das heißt, es ist an der Zeit, das Buch der Geheimnisse, ne, oder seine inneren Geheimnisse zu lüften. Es geht hier nicht um alle Geheimnisse, sondern es geht hier um die, die raus wollen jetzt. Und die Orientierung eben, gehe ich den rechten Weg oder den linken. So, und dann neigen diese Menschen dann schon mal zu Prinz Valium zu werden, ne? Also König Valium könnte man auch sagen. Und dann stehen sie halt da, ne? Und jetzt ist es eben, wie gesagt, es ist an der Zeit, das Fundament sich für eins zu entscheiden. Und ja, da ist so, ich habe gesagt, da ist die Harmonie bei euch so ein bisschen gestört worden. Wir haben nämlich hier den Fuchs auch noch liegen. Das heißt, also es dreht sich alles um etwas, wo du das Gefühl hast, das enthält er dir vor. Da zeigt er dir nicht die Wahrheit. Da zeigt er dir nicht Klarheit. Ne? Wo es hinführt, ist aber ganz klar. Und wir haben ja am Anfang, wisst ihr noch, wir haben ja gefragt, was kommt Überraschendes, womit du nicht rechnest, was verändert sich, was steht an, könnten wir die Frage irgendwie stellen. Und jetzt haben wir ja hier ganz klar so das im Mittelpunkt, das Geheime, ne, ist an der Zeit nach außen zu tragen. Das heißt, die Entscheidung zu treffen, klar zu formulieren und alles in Bewegung zu bringen. Scheinbar musste er sich da für sich selber für etwas entscheiden, ne, für eine neue Sicherheit, eine neue Klarheit sozusagen, steht unter einem guten Stern. Aber dafür muss er auch aufhören, sich selbst im Grunde genommen zu verstecken, zu belügen. Der Fuchs ist ein sehr schlauer. Also das ist ein sehr intelligenter, der weiß schon genau, was er tut. Es ist aber auch ein sehr scheuer und ängstlicher in sich, ne? Und aus dieser Ängstlichkeit und Scheuheit heraus verhält er sich ja so, wie er sich verhält. Dass er so mehr erstmal beobachtet, im Hintergrund, auch mal plant für sich, überlegt und so. Und ja, sein Gegenüber da gar nicht teilhaben lässt. Ich sag jetzt mal gegenüber, ne? Das hört sich zwar blöd an, aber wie sollte ich das formulieren, ne? Und die Überraschung ist eigentlich, und das haben wir hier ja jetzt eindeutig liegen in den ersten Karten, das Überraschende ist einfach ganz klar, dass da eine Entscheidung kommt, dass da ein Kontakt hier, der Reiter ist die erste Karte, ne, die ja für Nachrichten steht, dass da ein Kontakt kommt und da kommt eine Situation, da hast du nicht mitgerechnet. Das stört erstmal so ein bisschen die Harmonie. Die in Anführungszeichen Harmonie, ja, in Anführungszeichen, weil es ist ja alles, es brodelt ja sozusagen im Vulkan. Und ja, da kommt dann auch durch dieses, was da in Gange kommt, ja, das ein oder andere, was da vorher nicht ausgesprochen war, das zeigt der Fuchs hier. Und das ist ganz wichtig, denn sonst wäre das Ganze auf Sand gebaut. Es muss schon eine Ehrlichkeit und Offenheit da sein, sonst kann man das sowieso vergessen. Und da ist dann der erste Schritt dahin, ne? Was dann auch in eine neue Sicherheit führt. Ne? Dafür muss aber natürlich jeder auch seinen eigenen Anteil daran haben, ne? Also jeder von euch beiden muss da in seinem Energiekreis, wie ich immer schön zu sagen pflege, arbeiten. Ne? Und da sage ich immer, wenn man fragt, wie es heißt ja mal, ja, ans innere Kind, dann, also es ist wirklich immer so, da wird irgendetwas, geht los und dann ist das wie so ein Laubfeuer, verbreitet sich das über Social Media und dann ist das nur noch, und weil jeder will davon was abgreifen und jeder will so ein bisschen davon was haben und dann benutzt das jeder sozusagen. Das fing irgendwann an mit toxisch, mit Narzissten, mit Seelenpartner, mit Dualseele. Es ist egal, was es ist. All die Themen, die ja in sich eigentlich auch
die es ja auch gibt und was auch wirklich traurig ist. Aber es war plötzlich alles. Also jeder, der sie nie 100%, wie man es als normal einstuft, Verhalten hat, ist toxisch oder sonst was. Das hat ja nachher völlig überhand genommen. Jetzt ist das schon ein bisschen abgeschwächt, wieder das Ganze. Das Interesse lässt so langsam nach. Da müssen wir wieder eine neue Sau über den Marktplatz treiben. Da fällt uns schon immer wieder was ein. Leute, lasst euch nicht immer so von einem in den nächsten mitreißen. Da bleibt ihr dran. Es werden immer Menschen geben, die versuchen, irgendwie durch diesen Wege eine gewisse Kontrolle über andere zu bekommen. Oder ja, eben auch finanziell in erster Linie da langfristige Kundschaft und so weiter. Seid da einfach vorsichtig und guckt, spürt in euer Herz, wen ihr da vertraut, so. Und am liebsten ist mir, wenn ihr euch selbst vertraut und wieder zurück zu eurer eigenen Intuition kommt und euch so, ja, von eurer Seele, von eurem Seelenplan so ein bisschen leiten und führen lasst. Das ist nämlich so das Eigentliche, ne? Und deswegen wird das immer alles sofort, zack, das ist das und das Problem ist. Dann wird das ist wie eine Diagnose. Ah, das ist das Problem, hier Diagnose. Und dann hier ist die Behandlungsmethode, zack. Ne? So richtig festgeschrieben wie Schublade auf, so, rein dir, Schublade zu. Und auf geht's. So ist das aber nicht. Das Leben ist so individuell. Ihr seid ihr und euer Leben, du und dein Leben ist so individuell. Wir sind einzigartig, jeder für sich und jeder für sich ist ganz anders aufgebaut. Man kann nie von einem auf den anderen schließen, von mir auf andere schließen. Es geht nicht, weil ich nicht in seinen Schuhen gelaufen bin. Und darum gibt es auch nicht den einen Weg oder die eine Lösung. Bei dem einen ist es unheimlich wichtig, jetzt sich loszulösen, da das Ganze los. Entschuldigung, ich bin ein bisschen am Rumstottern. Ich merke das. Ich versuche jetzt mal ein bisschen fließender zu reden hier. Aber ich habe so viel im Kopf und dann überschlägt sich das bei mir fast, wenn ich so ganz viel irgendwie auf einmal reinströmt, so, ne? Was ich ganz als wichtig empfinde. Also es ist einfach so bei den einem von euch. Der steckt im Loslöseprozess. Das ist unglaublich wichtig, von etwas loszulassen, jemanden loszulassen, sich zu befreien. Bei den anderen ist es eher so, dass genau dieses jetzt wichtig ist, das einzugehen, dahin zu schauen und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass du ganz bei dir allein schaust und fühlst, reinfühlst, was dein Weg ist, was die Wahrheit ist. Ja? Das will ich damit sagen, dass es nicht, ah, das ist mein Problem. Also das ist immer so, ihr wisst, was ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ne? Und hier geht es genau eben darum, und sich einfach gar nicht zu, vor allem er, immer mit seinem schon alles abschätzen, am liebsten bis ans Lebensende in die Zukunft gucken und alles schon vorgeplant haben. Aber da macht das Leben nicht mit. Und jetzt hätte ich gerne eine Karte vom Tarot und da ist es schon. Ich fasse es nicht. Oh, ja, Halleluja, würde ich sagen. Drei der Kelche wird gefeiert. Die Fülle und die Hülle und Fülle. Guck mal hier, ich halte es rein. Und hier haben wir drei der Kelche. Das heißt also, on top hier, zack, die Bohne. Ist allen Grund zum Feiern. Das ist eine große Sache, die hier passiert. Eine sehr große Sache. Für euch beide. Es kann auch sein, Entschuldigung, ich kann das ja auch mal näher ranzoomen, wenn ihr wollt. Wartet mal. Warte mal. So, ich glaube, so ist gut, ne? Also, hier gibt es Grund zum Feiern. Viele von euch sollen durch die Liebe auch einfach zu sich selbst wieder geführt werden, zu dem wahren Selbst, zu erkennen, wer du wirklich bist, wieder zu wachsen, in wundervoller Form zu leuchten, zu strahlen, trotz aller Widrigkeiten, trotz dieser wirklich, es geht um das Strahlen von innen heraus, was du wert bist und uns nicht klein machen zu lassen, ne? Sondern anzuerkennen, dass dies hier, unser, was wir Geburt bis zum Tod nennen, nicht das Einzige ist und damit hat sich's, ne? Und das war für mich immer schon, als Kind habe ich immer schon gedacht, das macht doch gar keinen Sinn.
Hä? Man wird älter, dann weiß man irgendwie, hat man, ist man irgendwie weise und so. Und dann, zupp, ist es weg. Das war für mich, da habe ich mir, das kann nicht sein, das macht keinen Sinn. Da ist kein Sinn hinter. Und da habe ich mir schon immer Gedanken um diese Dinge gemacht. Und ich war immer eine Suchende. Und dieses wieder in dir zu finden, suche, geh auf die Suche nach deinem wahren Selbst. Und das findet die Suche und die Antworten, die findest du auch nur in dir selbst. Wir wollen nur manchmal nicht hingucken, nicht zuhören, weil es uns Angst macht, weil es, ja, weil wir abgelenkt sind mit anderen Dingen. Aber das steht jetzt an für viele Menschen. Ich habe ja gesagt, das alte Wissen kehrt zu den Menschen zurück. Jetzt ziehe ich euch noch ein Drachenkärtchen und wir machen wieder einen Deal, Leute. Ich sage euch was. Ihr gebt mir so ein Däumchen nach oben, um mich zu loben. Und ich ziehe euch hier eine Karte. Jetzt muss ich selber gucken, wie das nochmal heißt. Mann, die Weisheit. Und ich ziehe euch eine Karte aus die Weisheit der Drachen. Ist das eine Idee? Und wenn du den Kanal abonnierst, ist das ein guter Rat, wenn du auch die Glocke aktivierst, weil dann meine Videos sonst nicht angezeigt werden oder dir vorgeschlagen werden oder wie auch immer. Ne? So, jetzt habe ich alles abgerattert. Jetzt geht's los. Achtung, mach dich bereit, mach's dir bequem, visualisier das du mal eben. Einfach so, visualisier mal so einfach freien, einen ganz freien Raum. Nichts, wo nichts ist, so, außer vielleicht grüne Wiesen. So, einfach so. Freie Gedanken. Und jetzt haben wir es hier. Gucken wir mal. Ich halte es rein als erstes. Schriebeldibu. Ist das überhaupt vernünftig? Könnt ihr das so sehen? So, ihr könnt es euch, wenn ihr es euch in Ruhe angucken wollt, Pause-Knopf drücke und dann, ne? Erd- und Feuerdrache. Arbeitet mit dir an der Klärung der fünfdimensionalen Leylinien. Also der Erd- und der Feuerdrache, der arbeitet mit dir zurzeit, sozusagen. Es ist Zeit zu dienen. Wenn du gibst, wirst du auch empfangen. Das heißt, dieses Thema hier ist es jetzt an der Zeit. Ich habe ja lange und ausführlich erklärt, was ich meine, wenn ich sage, dein Herzensmensch, Mann, was weiß ich, Frau, hat so dieses an dieser materiellen Sicherheit so sehr an der festgehalten. Ich habe das ja vorhin erklärt. Und jetzt ist es eben an der Zeit, zu schauen, was kann ich dem Leben geben? So. Dienen bedeutet nicht, jemand zu Füßen und hier zu bedienen. Das ist um Gottes Willen überhaupt nicht damit gemeint. Sondern es geht um das große Ganze, die Elemente der Erd- und der Feuerdrache. Also nicht falsch verstehen. Ich kann das auch so sagen. Hier hast du oder ihr beide und eure Liebe, hier hast du einen Schutzdrachen, der sozusagen mitarbeitet an die neue Zeit, die kommt. Das neue Zeitalter, die neue Ära, eine neue, ach, Wiedergeburt. Aber in einer weiterentwickelten Form sozusagen. Das heißt, hier hast du Unterstützung vom, ich nenne es jetzt einfach, es ist ein Wort, ja, Universum. Ja, indem du Hilfe bekommst, um für dich selbst, da wo du stehst, herauszuwachsen, über sich selbst hinauszuwachsen. Ich glaube, so habe ich es einfacher erklärt. Für viele ist das nämlich, wenn ich jetzt sage, arbeitet mit dir an der Klärung der fünfdimensionalen Leylines, dann wird viele sagen, was für Leylines? Ne, es gibt ja so gewisse Leylines auf der Erde, Energieadern. Wie Adern der Erde kannst du dir das vorstellen. Ne, Energieknotenpunkte gibt es auch und sowas alles. Aber das würde jetzt zu tief und zu weit gehen. Das versuche ich mal in einem anderen Video genauer zu erklären oder immer mal wieder was von reinzubringen. Und wer sich dafür interessiert. Aber es ist tatsächlich so, ne, das ist nichts Esoterisches oder so, sondern das ist Fakt. Also die Erde hat halt diese Leylines, diese Energieadern, so musst du. Unsere Mutter hat natürlich so symbolisch
sind das die Adern, das Blut, die Energie. Ne? Verstehst du, wie ich meine? Und durch unsere Adern fließt Blut. Das ist unser Lebenselixier, unser ne? Lebensfluss sozusagen. Wenn das nicht, wenn kein Blut da ist, so auch dieser Körper nicht funktioniert. Ne? Und ähnlich musst du dir das auch vorstellen. Und da geht es eben für dich ganz individuell, bedeutet, dass nur du in deinem Leben, wo du jetzt stehst oder dein Gegenüber, da genau an dem Punkt jetzt hast du Unterstützung, die du vielleicht wahrnimmst, vielleicht nicht, dass du deinen Weg schon gehst. Und manchmal muss man auch stolpern, fallen, hinfallen oder mal das Gefühl haben, jetzt habe ich richtig einen auf den Deckel gekriegt. Manchmal muss man in irgendeine gewisse Ecke gedrängt werden, um einfach nochmal ein neues Bewusstsein für eine neue Bewertung für Dinge zu bekommen. Das ist nichts Böses vom Leben, sondern das gehört einfach dazu. Denn, nochmal zur Erklärung, wir leben in einer Dualität. Wir stehen immer zwischen Gut und Böse. Und das für uns selbst zu definieren und daraus als reine Seele sozusagen weiter zu wachsen, indem wir das richtig definieren für uns. Ja, darum geht es. Ne? Und da hast du sozusagen eine Drachenenergie als Unterstützung. Ja, so, da es gibt ja auch die Krafttiere. So ungefähr stell dir das bitte vor, wenn einer sich schon mal mit Krafttieren beschäftigt hat von euch. Das Problem ist immer, jeder von euch steht ganz woanders. Bei vielen könnte ich jetzt sowas erzählen, die würden sofort verstehen, was ich meine. Aber ganz, ganz viele, die verstehen dann nur noch Chinesisch oder Spanisch oder sonst was. Oder Kauderwelsch. Ne? Und ja, dann man muss immer gucken, dass man jeden auch so ein bisschen mitnehmen kann. Und da gebe ich mein Bestes. Und jetzt habe ich so viel gequasselt, jetzt lassen, weil ich merke nämlich, dass meine Energie so jetzt auch dem Ende zugeht. Ich bin noch nicht so, ich habe noch Halsschmerzen, wie gesagt, und bin noch nicht ganz so wieder gesund. Und darum lassen wir die Tarotkarten heute weg. Ich finde, das ist alles gesagt. Ach, ich meine jetzt hier, da eine haben wir ja. Ich wollte sagen, drei der Kelche. Aber wir lassen die Tarotkarten jetzt als Legung weiter weg, sondern begnügen uns jetzt hier mit der einen Karte. Nicht zu vergessen, am Ende des Tages, trotz dieser ganzen Widrigkeiten, wird es einen Grund zum Feiern geben. Ja, sofern hier auch die eigenverantwortlichen Entscheidungen getroffen werden. So, das habe ich doch jetzt mal hier schnieke ausgedrückt, oder? Ich gebe eigentlich immer mein Bestes, um euch so viel wie möglich auch, ja, fürs Leben so mitzugeben. Das Leben und den Ursprung und alles einfach aus einer anderen Wahrnehmung und aus einem anderen Bewusstsein heraus zu verstehen, dann ist vieles so viel leichter, weil man es einfach besser versteht. Das ist meiner Meinung nach wie nochmal so eine spirituelle Schule, die eigentlich jeder besuchen sollte, um erstmal wirklich zu verstehen, ne, warum, wieso, weshalb passieren mir immer wieder gewisse Dinge im Leben und so weiter. Warum, wieso, weshalb habe ich Vorahnung oder Träume, oder jeder hat doch seinen eigenen Zugang zu. Aber das wurde immer wieder gesperrt, immer wieder, ach, das ist nicht so. Als Kinder sind wir da noch frei. Und jetzt ist an der Zeit, dass wir das alle wieder fließen lassen, dass es wieder zu den Menschen zurückkommt. Das alte Wissen in dir. Es schlummert auch in dir. Du hast alles, die komplette Blaupause des Lebens in dir, in deinen Gen mitbekommen. Du musst dich nur erinnern. So, und jetzt drücke ich euch alle ganz lieb und bedanke mich für jedes Kommentar, wenn ihr mir eins hinterlasst. Wäre sehr, sehr lieb für den Algorithmus und für das Schusselines Herzchen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Gehabt euch wohl, meine lieben Buddha-Blümchen. Tschö mit Ö. Machtet gut, schwing de Hut.